Die obere Stadt in Landau an der Isar zeichnet viel historische Bausubstanz aus. An einigen Stellen sind Häuser renoviert oder Neubauten ins Stadtbild eingefasst worden. Aber immer wieder fällt auch ein heruntergekommenes, leerstehendes Gebäude ins Auge. In den letzten 20 Jahren hat sich ein unwahrscheinlicher Strukturwandel, was vor allem das Einkaufsverhalten der Bürgerinnen und Bürger betrifft, hat dabei stattgefunden. Früher war der klassische Tante-Emma-Laden 20, 30 Quadratmeter und hat dort seine Ware auch bekommen. Mittlerweile ist der Wunsch vieler Bürgerinnen und Bürger, dass man in größeren Märkten einkauft. Wir haben heute mehr Verkaufsflächen als jemals zuvor in der Stadt Landau, aber nicht mehr hier im Zentrum. Deshalb hat sich in Landau ein Bündnis gegründet, das die Stadt verbessern will. Auch der Bürgermeisterkandidat der Initiative Landau gefällt mir hat ein Konzept für die Weiterentwicklung des Stadtkerns. Wir haben ein bisschen ein eigenes Konzept, wie wir diese Leerstände wieder befüllen wollen. Wir wollen in der oberen Stadt ein kulturelles Zentrum schaffen. Das kulturelle Zentrum, das soll ausschauen, Kneipenlandschaft. Die Verkehrslage soll verbessert werden, soll mehr so eine Art Fußgängerzone werden, damit ich im Sommer im Biergarten sitzen kann, damit da einfach ein Zusammentreffen der Leute passieren kann. Ich gehe vorbei, der trinkt einen Cocktail in der Kohibar, also, ach, da sitzen wir jetzt dazu. So eine Atmosphäre soll eigentlich geschaffen werden, wie man es eigentlich von vielen Stadtplätzen, die belebt sind, eigentlich kennt. Vom Einzelhandel mehr hin zum kulturellen Zentrum in der oberen Stadt. Mit der Renovierung des Gasthauses zum oberen Krieger, der Wiederbelebung des Kinos und dem Bau zweier Parkgaragen sind bereits positive Veränderungen in Landau eingetreten. Meint zumindest der Bürgermeister. Wir bemühen uns, jetzt alte Häuser haben wir erworben in der Ludwigstraße, dort ein neues VHS-Gebäude zu errichten. Und in der Fleischgasse soll dann die Montessori-Schule angesiedelt werden. Auch dort ein Leerstand abgebrochen, neu gebaut werden und einer neuen Nutzung zugeführt werden. Dennoch kann die Stadt eine längerfristige Verbesserung nicht alleine stemmen. Wir sind hier unbedingt auf die Mithilfe der privaten Grundstückseigentümer angewiesen, dass die ebenfalls entweder investieren oder zu solchen Preisen bereit sind, sich von ihrer Immobilie zu trennen, dass ein zukünftiger Investor dabei ordentlich investieren kann. Sowohl Bürgermeister als auch Bürgermeisterkandidat sind sich einig, dass in Landau in Sachen Übernachtungsmöglichkeiten etwas getan werden muss. Vor allem die Radfahrer möchte man für die Stadt gewinnen. Es ist so, dass 10 Radlwege an Landau vorbeigehen, zumindest eingetragene Radlwege. Und momentan fahren die Radlfahrer an Landau vorbei. Das muss man natürlich ändern. Schweigel hat dabei konkrete Ideen für die Isarauen. Wir haben schon einige Sachen in Planung, sei es jetzt Richtung Picknickplätze, Richtung Erweiterung des Campingplatzes, den es unten schon gibt. Vielleicht so Fantasien wie Hochseilgarten, überregionale Geschichten. Im November wird das Bündnis Landau gefällt mir sein Programm der Öffentlichkeit vorstellen. Dabei werden dann konkret alle Verbesserungspläne für das Stadtbild Landaus angesprochen. Wir bleiben für Sie am Thema dran.